Dream Machines, das Magazin zum Mythos Harley-Davidson. Was natürlich für eine Werkstatt wie uns immer toll ist, wenn man solche Motorräder für einen Endverbraucher bauen kann. Ja, die Basis war eine Fatboy 2002, wurde dann halt mit einer Springergabel von W&W eingebaut. Heckfender Sonderanfertigung von uns, Schutzblechstreben hinten Sonderanfertigung von uns, die Felgen von Custom Chrome. Lenker-Sonderanfertigung wieder von uns, kombiniert mit so ein paar Messing-Applikationen. Lampenhalter für die Gabel selbst gebaut. Auspuffanlage nahmen wir dann wieder von Roland Sens. Luftfilter Roland Sens. Und ein Highlight noch ist dieser gebogene Schraubenschlüssel als Bremspedal. Der Sitz ist von Günter Maas gemacht. Einer der wirklichen Lederarbeiten, was drauf hat. Lackierung von No Arts Custom Painting. Total begeistert. War ja auch in Mainz, wo das Motorrad den Publikumspreis gewonnen hat, war er dabei. Da war er fast in Tränen nah, weil er gar nicht dachte, dass es so einschlagen würde. Dream Machines, das Magazin zum Mythos Harley-Davidson.